Es ist Montagmorgen, der 21. Dezember. Ich bin in Marokko und werde in wenigen Stunden gemeinsam mit einer weiteren Reiterin und unserem Guide zu Pferd in die Wüste aufbrechen. Auf der Fahrt zu den Pferden machen wir Halt in einer kleinen Stadt, wo wir uns mit Tüchern ausstatten, die unsere Gesichter in der Wüste vor dem Sand schützen sollen. Fachmännisch wird uns vorgemacht, wie man die Tücher auf dem Kopf in die richtige Position bringt. Mein erster Eindruck von Marokko ist überwältigend. Noch nie zuvor war ich in Afrika und sehe so viele für mich skurrile Dinge, sodass ich kaum weiß, wo ich zuerst hinsehen soll. 3 Stunden nach Abfahrt im Hotel sitzen wir auf unseren Pferden. Vom Stall aus führt uns unser Weg zunächst durch Palmenhaine und kleine Dörfer. Hin und wieder begegnen wir einigen Einwohnern, die uns freundlich begrüßen. Ihre Arbeit besteht im Bestellen der Felder in den Hainen. Elektrische Geräte haben sie dafür nicht. Die eigene Manneskraft, Werkzeuge und Esel sind alles, was sie einsetzen. Gegen Mittag machen wir Rast. Unsere Pferde tragen in ihren Satteltaschen unser Mittagessen. Am Nachmittag durchqueren wir das karge Drahtal. Bis auf die Schritte der Pferde und unsere Unterhaltungen ist es totenstill. Noch nie war ich an einem Ort, der so leise und zugleich so gewaltig wirkt. Als wir am frühen Abend das Camp erreichen, ist es bereits dunkel. Kurz nach dem Essen suchen wir alle unsere Schlafsäcke auf und verbringen die erste Nacht in der Wüste.